Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr freut euch mit mir auf ein neues Video. Heute wollen wir diese süßen Lavendelsticker häkeln und basteln. Die sind, wie der Name schon sagt, gefüllt mit Lavendelblüten. Man kann sie in eine Vase stecken oder auch in Blumentöpfe, zum Beispiel Grünpflanzen, denen die Farbe fehlt. Man kann sie aber auch mit Rosenblüten füllen, wenn man lieber Rosenduft mag. Sie verströmen ein ganz klein wenig Duft. Nicht zu intensiv, weil sie auch nicht so groß sind. Ja, und ich würde euch jetzt zeigen, wie das geht. Beziehungsweise als erstes, was man alles braucht. Wir benötigen dazu Baumwollgarn für Lavendel in Lila. Für Rosen würde ich vielleicht ein zartes Rosa oder ein Altrosa nehmen. Oder wenn ihr sie einfach mit Füllwatte füllen wollt, dann ist es ja auch völlig egal. Also ich nehme Lavendel, eine 2,5er Häkelnadel, weil wir wollen schon recht dicht häkeln. Für die Füllung ein Stück Feinstrumpf, so 15-20 cm. Ich habe hier 3 Teelöffel Lavendel. Dazu brauchen wir dann noch Perlen, Spitze, das sind etwa 40 cm, 4 cm breit. Wenn ihr schmalere Spitze oder Baumwollborte nur zur Hand habt, dann schaut, wie es am besten aussieht am Ende mit der Schleife. Für den Sticker einen Schaschlikspieß und eine Vernähnadel. Natürlich eine Schere auch. Und ich habe mir hier für die Schleife schon ein bisschen Faden vorbereitet. Die näht sich besser zusammen mit einem dünnen Faden. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir legen erstmal alles zur Seite und behalten nur das Baumwollgarn und die Häkelnadel und beginnen mit dem Kopf des Stickers. Bevor wir beginnen, habe ich gerade was Wichtiges vergessen. Wir brauchen noch eine Heißklebepistole. Das ist wichtig. Sekundenkleber könnte man auch versuchen, nur besteht die Gefahr, dass die Finger dann festkleben. Also eine Heißklebepistole wäre schon von Vorteil. So, jetzt aber los. Wir beginnen wieder mit einem Fadenring und der Anfangsfaden sollte hier wirklich schön lang gelassen werden, so 50-60 cm, weil den werden wir später hier noch drum wickeln. Und damit wir nicht wieder noch einen neuen Faden nehmen müssen, lassen wir den Anfangsfaden wirklich lang. 50 bis 60 cm kann er ruhig haben. Und jetzt der Fadenring, das Ende zeigt nach oben. Ziehen den hier durch. Machen unsere verschließende Masche. Zwei Hebemaschen. Und jetzt in den Fadenring 12 Stäbchen. In den Fadenring und in die richtige Richtung um diese beiden Fäden. So, 12 Stäbchen in diesen Fadenring. Ich habe jetzt hier 12 Stäbchen in diesen Fadenring gehäkelt. Die beiden Hebemaschen vom Anfang zähle ich nicht mit. Also 12 Stäbchen, Fadenring zusammenziehen. Und wir verschließen das Ganze in das erste Stäbchen, was wir gehäkelt haben. Hier oben rein kommt jetzt eine Kettmasche. Und das Ganze ist zu einem geschlossen.
Zieht die Kettmaß ruhig etwas fest, dann kommt ihr nachher nicht auf die Idee, hier reinzuhäkeln. Die wird nicht mit behäkelt. In der nächsten Runde verdoppeln wir jedes Stäbchen und wir beginnen auch gleich direkt in der Masche, in die wir gerade die Kettmasche gemacht haben. Erstmal zwei Hebemaschen, die wieder kein Stäbchenersatz sind. Ich möchte einfach, dass das Ganze so dicht wie möglich ist und hier keine Lücke entsteht. Also zwei Hebemaschen, die kein Stäbchenersatz sind, und direkt in die erste Masche, in die wir auch die Kettmasche gemacht haben, kommen jetzt zwei Stäbchen. Eins und zwei. Und in die nächste ebenfalls. Eins und zwei. Und in jede weitere rundherum jeweils zwei Stäbchen in eine Masche. Und am Ende sollten das dann natürlich 24 Stäbchen sein. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier jede Masche verdoppelt, habe also 24 Stäbchen und beende auch diese Runde wieder mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Verschließe den Kreis, Kettmasse wieder etwas fester ziehen. Fadenring können wir auch mal ein bisschen zusammen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt arbeiten wir mit Reliefstäbchen von vorn. Erstmal kommen wieder zwei Hebemaschen. Hier auch wieder in die erste Masche, da wo wir die Kettmasche reingemacht haben, kommt das erste Stäbchen. Einfach ein Stäbchen. Und um das nächste kommt ein Reliefstäbchen von vorn. Umschlag holen wie beim Stäbchen. Unter dem Stäbchen durchstechen. Also nicht hier oben in die Masche, sondern unter dem Stäbchen den Faden durchholen und ein Stäbchen abhäkeln. In das nächste Stäbchen kommt wieder ein normales Stäbchen und man kann das ganz gut erkennen. Wir haben ja immer zwei Stäbchen in einer Masche, also wie so ein kleines V. In das erste Stäbchen dieser beiden kommt immer ein Stäbchen. Ja, das ist das erste in dieser Verdopplung. Und um das zweite kommt das Reliefstäbchen. So, dazu muss ich natürlich so. Reliefstäbchen. Hier haben wir die nächsten beiden aus der Verdopplung. In das erste kommt ein Stäbchen. Und um das zweite das Reliefstäbchen. Unter dem Stäbchen Faden holen und das Stäbchen abhäkeln. So kommt man nicht durcheinander, wenn man sich immer genau anguckt, die beiden Stäbchen aus der Verdopplung. Da weiß man, wo man reinstechen muss. Also hier ist wieder das erste Stäbchen. Da kommt auch nur ein Stäbchen rein. Und um das zweite Stäbchen, da ist diese Verdoppelung, hier habe ich jetzt das Stäbchen drin. Und um das zweite wieder das Reliefstäbchen. Und so geht das jetzt auch wieder reihum. Ein normales Stäbchen und ein Reliefstäbchen von vorn, bis die Runde abgeschlossen ist. Ich habe die Runde hier fast beendet.
Mir fehlt jetzt noch in der letzten Verdopplung das Reliefstäbchen. Also die Runde endet mit einem Reliefstäbchen. So, wie gesagt, diese interessieren uns hier heute nicht, die Hebemaschen. Wir beenden die Runde wie gewohnt mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen der Runde. Und so sieht das jetzt aus. Man sieht schon deutlich die Reliefstäbchen hier nach vorne treten. Und das macht es jetzt auch einfacher. Zwei Hebemaschen und die folgenden Runden werden ganz genauso gehäkelt. Stäbchen über Stäbchen, Reliefstäbchen über Reliefstäbchen. Also erste Masche, wieder die gleiche, in die wir die Kettmasche gemacht haben. Ein Stäbchen. Und da das Reliefstäbchen einstechen, wieder ein Reliefstäbchen häkeln. Wieder ein Stäbchen über das Stäbchen der Vorrunde und wieder das Reliefstäbchen über das Reliefstäbchen. Stäbchen, Reliefstäbchen, also drunter, Faden abhäkeln. Und so geht das wieder rum. Immer Stäbchen über Stäbchen, Reliefstäbchen über Reliefstäbchen. Ich habe meine Runde hier wieder fast abgeschlossen, mache das letzte Reliefstäbchen beende das Ganze wieder mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen der Runde. So, sieht aus wie eine kleine Mütze. Und jetzt werde ich aber erstmal den Faden, den Anfangsfaden, mir hier nach vorne holen, auf diese Seite, weil wir brauchen den ja nachher da und es macht sich besser, solange das Teil noch so klein ist, haben wir nachher nicht die Schwierigkeit, den Faden zu angeln. Und so wie die letzte Runde gehen jetzt alle anderen Runden weiter. Die nächsten 9, nicht alle anderen, die nächsten 9 Runden. Insgesamt brauchen wir 10 Runden für die Reliefstäbchen im Wechsel. Mit den Reliefstäbchen und den Stäbchen im Wechsel. Entschuldigung. Und natürlich brauchen wir hier auch 2 Hebemaschen. Es ist auch in jeder Runde gleich. Und wieder Stäbchen über Stäbchen, Reliefstäbchen über Reliefstäbchen. So geht es jetzt weiter. In 10 Runden ungefähr. Wer jetzt eine Runde mehr macht, ist auch nicht so schlimm. Dann ist der Sticker halt etwas länger. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Wer noch nicht so lange häkelt, vielleicht nochmal als Hinweis und hier immer nicht weiß, wo er einstechen soll. Wenn ihr von oben drauf guckt, seht ihr diese kleinen V's. Da rein bei dem normalen Stäbchen. Um das Reliefstäbchen, also drunter, kommen die Reliefstäbchen. Also jetzt erstmal nach oben häkeln. Ich habe das jetzt hier schon gemacht. So lang ist mein Häkelstück jetzt. Zur Veranschaulichung zeige ich euch nochmal, wie ich die Reihen am besten zähle. Hier haben wir unseren Anfang mit den 12 Maschen oder 12 Stäbchen im Fadenring. Und die nächste Reihe ist die Verdopplung. So, der Anfang. Und dann haben wir hier immer so kleine Abschnitte, also die 12 Stäbchen, die Verdopplung.
Und jetzt sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So weit habe ich hier im Beispiel in die Höhe gehäkelt. Ja? Also 12, Verdopplung 24. Und dann sieht man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt machen wir die Schlaufe etwas größer. Ihr könnt es auch sichern mit einem Maschenmarkierer, weil jetzt müssen wir das Ganze erstmal füllen, bevor wir dann etwas zusammennehmen, die Öffnung. Dafür brauchen wir unser Stück Feinstrumpf. Verschließen den hier unten fest mit einem Knoten. Drehen den um und füllen jetzt unsere Lavendelblüten hier rein. Wie gesagt, ich habe hier etwa drei gehäufte Teelöffel voll. Der darf ja nicht zu straff werden, weil sonst kriegen wir ihn nicht in das Säckchen, die Öffnung, den Sticker. Also, erstmal alle Blüten da rein. Ich habe alle Blüten hier reingemacht. Der ist noch nicht zu. Ich will euch das bloß zeigen. Dieser Feinstrumpf muss jetzt da rein. Das heißt, wir verknoten den erstmal nochmal. Ihr könnt den auch mit einem Stück Baumwollfaden zubinden. Das, was hier drüber steht, hoch, schneide ich ab. Und jetzt Vorsicht, dass ihr euch den Faden nicht wieder rauszieht. Stopft das hier rein. Das geht genau wie mit Füllwatte einfach nachstopfen, bis das Ganze drin verschwunden ist. So. Jetzt ist er drin und jetzt können wir hier oben weitermachen. Und die Öffnung etwas verschließen. Wir brauchen wieder zwei Hebemaschen. Und jetzt beachten wir die Stäbchen nicht mehr, sondern arbeiten nur noch um die Reliefstäbchen, um das erste, um das zweite, Faden durch, möglichst festziehen das Ganze. So. Nochmal. Faden durch, Stäbchen abmaschen und möglichst fest. Jetzt sind die beiden Reliefstäbchen zusammen. Die nächsten beiden durch, durch, Faden holen. Und das Stäbchen fertig häkeln. Und so häkeln wir jetzt die Reliefstäbchen jeweils immer zwei zusammen. So, das war einmal zu viel. So, jetzt. Und die nächsten noch. So verschließt sich allmählich unsere Öffnung.
immer zwei Reliefstäbchen zusammen abmaschen. Die letzten beiden. Zu. Jetzt ist es fast zu. Ich mache jetzt noch eine sichernde Luftmasche. Schneide mir auch hier den Faden etwas länger ab, weil wir gleich damit auch die Perle oben befestigen. Ziehe den Faden durch. Und jetzt werden wir die Öffnung nochmal mit dem Faden komplett verschließen. Dafür ziehen wir den Faden hier einfach einmal durch die Maschen. Hin und zurück, wie beim Weben. Und die Öffnung ist verschlossen. Und jetzt nähen wir nur noch die Perle oben drauf. Ihr könnt auch noch eine Blüte oben drauf setzen. Da habt ihr bestimmt auch wieder selber Ideen. So, ich mache das mit zwei Stichen. Verknote den Faden auf der Seite. Und dann ist die Perle auch dran. Einmal den Faden hier quer durch die Blüten. Und dann kann er ab. So, jetzt rolle ich diese Form hier etwas. So, der obere Teil ist fertig. Den können wir jetzt erstmal beiseite legen und bereiten eine Schleife vor. Dafür nehmen wir unsere Spitze, unsere Borte. Ihr könnt auch Schleifenband nehmen, was ihr gerade zur Hand habt. Legt es euch einmal so hin. Wird dann so gefalten. So ist die jetzt gefalten. Gucken, dass ihr etwa mittig seid. Dann stecht ihr einmal mit dem vorbereiteten Faden. Ihr könnt das mit Baumwollgarn versuchen. Das kommt sicherlich darauf an, wie dick euer Material ist. So, ich ziehe den Faden nicht ganz durch. Der hat hier unten einen Knoten. Sondern ziehe den erst nochmal zurück. Und fange das Ende mit dem Knoten hier auf. So, dann kann ich zweimal hier rumwickeln. Und komme hier vorne nochmal mit der Nadel raus. Jetzt ist die Schleife schon gut gesichert. Ich mache hier auch gleich die Perle drauf, das könnt ihr auch drauf kleben. Ich nähe gleich drauf. Und das, obwohl ich überhaupt gar nicht nähen kann. So.
Nochmal durch, nochmal hinterwickeln und hier hinten sichere ich mir jetzt den Faden und dann ist die Schleife auch schon fertig. Ich hätte eine größere Nadel nehmen sollen. So. Faden ab. Jetzt schneide ich mir noch die Enden zurecht. Und jetzt kommt unsere Heißklebepistole zum Einsatz. Gleich. Der Sticker kommt mit dem spitzen Ende jetzt erstmal hier rein. So, ich schiebe den wirklich bis hoch. Und wickel jetzt den Anfangsfaden hier um den Stiel. Bis ich den ganzen Faden hier drum gewickelt habe, wird jetzt gerollt. Zwischendurch ein bisschen nachschieben. Einmal draufwickeln. Wenn der Faden fertig drum gewickelt ist, nehmt ihr euch euren Kleber, macht einen kleinen Ups da drauf und klebt den Faden fest. So, der Faden ist hier unten fixiert. Ihr könnt ihn natürlich auch bis runter wickeln. Da aber der Rest in einer Vase oder in einer Blumenerde verschwindet, schien mir das jetzt nicht so wichtig, dass das bis runter gewickelt wurde. Und jetzt müssen wir hier nur noch die Schleife festkleben. Und auch dafür nehmen wir den Heißkleber, machen hier einen ordentlichen, eine ordentliche Portion Kleber drauf und kleben die Schleife hier fest. Und hinten ziehe ich die auch einmal so rum, also die Enden. So, und so sieht er nämlich von hinten auch gut aus oder ordentlich aus. Und der neue Lavendelsticker ist fertig. Ich hoffe, das hat euch wieder etwas Spaß gemacht und ich bin wie immer gespannt auf eure Kreationen, ob ihr die auch mit Blüten füllt oder mit Füllwatte, ob ihr sie nur zur Deko oder zur Raumbeduftung verwendet. Wenn ihr noch Blüten verwendet, freue ich mich mal auf eure Vorschläge, was ihr sonst noch so für Blüten reingebt. Ich hatte ja früher Duftsäckchen gemacht, auch mit Zitronenschalen, Zitronenabrieb oder getrockneten Orangenschalen. Das war auch ganz schön, aber vielleicht fällt euch ja noch viel, viel mehr ein. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne wieder ein Däumchen da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr damit veranstaltet habt. Und vergesst das Abo nicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Häkeln und bis zum nächsten Mal.